Ja, ich bin Golfprofi, ja, ich bin Resilienztrainerin und ich darf euch heute hinter die Fassade blicken lassen, was könnt ihr in eurer Performance für die Stressbewältigung, das ist ein schreckliches Wort, ebenfalls wie Resilienz. Ich weiß, der Jürgen und ich lachen immer über diese Wortspiele. Was könnt ihr in eurer Performance anwenden, um einfach mit Stress besser umgehen zu können? Der Profisport ist gespickt von Leistungsdruck, von Zeitdruck, von hohen Anforderungen. Ja, bei uns geht es natürlich auch um Geld. Wir müssen einfach Leistung auf den Punkt bringen. Und so bin ich aufgewachsen in dieser Welt. Einige von euch haben mich ja beim CIO-Kongress gesehen und da hat uns die Technik verlassen. Deshalb freue ich mich umso mehr, wenn wir heute online auch ein paar Dinge nicht nur anschauen, sondern tatsächlich auch gemeinsam tun können. Ich freue mich, dass ihr mir die nächste, ich sag mal so 40, 45 Minuten nicht nur Aufmerksamkeit schenkt, was ich euch kurz erzähle, sondern dann werden wir gemeinsam aktiv. Wie der Jürgen sagt, was sind die Mind Monkeys? Die Mind Monkeys werdet ihr nicht nur kennenlernen, sondern auch die werden wir heute spüren. Und am Ende freue ich mich, wenn wir angeregt, wie der Jürgen sagt, über den Chat und über das Gespräch einige Fragen und gerne auch Erlebnisse an dieser Stelle austauschen. Ich stelle mich mal vor, und zwar indem ich euch etwas mitgebracht habe. Es wäre natürlich jetzt cool, wenn das auch funktioniert. Ich denke, vielleicht Sonja könnt ihr es sehen. Das ist super. Merci. Nur einfach der Check, dass es ja bei euch ankommt. Ich bin eigentlich geboren in Innsbruck. Ich hoffe, ihr hört das. Ich versuche schönstes Hochdeutsch zu sprechen. Die andere Seite meines Lebens war die halbe Welt. Am Golfplatz bin ich da herumgetingelt und musste mich natürlich dauernd mit wechselnden Herausforderungen beschäftigen. Und ja, ich bin sehr früh bereits als Kind in diesen hohen Leistungsdruck und auch natürlich in Kontakt mit Mentaltraining gekommen. Mentaltraining ist ein Teil, aber letztendlich reden wir auch im Thema Resilienz sehr intensiv über Regeneration. Regeneration heißt, wir können keine Leistung bringen, keine hundertprozentige Leistung abliefern, wenn wir nicht auch gezielt regenerieren. Unseren Geist zur Ruhe bringen, unsere, wie ich es heute nenne, Mind Monkeys zu buzzern, abstellen, ruhigstellen. Und da ist die Schnittstelle natürlich auch zu eurer Welt. Ihr seid Top-Performer. Ihr habt irrsinnig viel im Kopf. Ihr müsst planen, ihr müsst denken, ihr müsst organisieren, sprechen, es auf den Punkt bringen, aber natürlich weniger mit dem Körper, sondern in eurem Fall sicher sehr stark mit dem Kopf, mit dem kognitiven Haus, mit dem Monkey Town. Und auch hier gilt, wie fahre ich runter, wie beruhige ich meinen Affenstall, die den ganzen Tag im Dschungel herumspringen. Und ich stelle die letzten Jahre gerade im Firmencoaching fest, dass viele Menschen sehr viel wissen. Sie saugen über das Internet, über Experten, wo auch immer her, unglaublich viele Informationen. Diese Informationen sind natürlich mega spannend. Wir übertrumpfen uns, aber letztendlich braucht ihr klare Werkzeuge, klare Tools. Was kann ich von all meinem Wissen wirklich tagtäglich in meine Performance einsetzen? Was kann ich umsetzen, damit es bei mir auch wirklich hilft? Und dieses Umsetzen habe ich mir als Mission mittlerweile gemacht. Wer mich näher kennt, weiß, ich bin ein schneller Geist. Ja, ich bin geduldig, aber von meinem Naturell möchte ich schnell ans Ziel kommen. Ich möchte nicht nur wissen, wie es ist, sondern ich möchte Resultate. Und Resultate, das ist natürlich im Profisport wie in eurer Welt das A und O. Wir möchten ans Ziel, wir möchten Erfolg, wir möchten nicht nur einfach bei Olympia oder in meinem Fall war Golf noch nicht olympisch, sondern bei mir war es die Weltmeisterschaft. Man möchte als Athlet nicht bei der Weltmeisterschaft einfach nur dabei sein. Man möchte gewinnen, man möchte eine Top-Platzierung. Später möchte man ein Ranking, natürlich wegen dem Preisgeld. Und auch in eurer Welt ist nicht nur, ja, ich mache meinen Job und bin dabei, ihr möchtet performen. Und wenn ihr auf eurem Bildschirm jetzt schaut und ihr lest, aha, der Wille ist ja da, ihr stimmt mir zu, dass ihr ein Resultat haben möchtet, aber entscheidend ist,
dein Tun. Und dieses Tun ist immer wieder die Schnittstelle in meiner Arbeit. Viele von euch werden jetzt sagen, ich tue ja sehr viel. Ich tue E-Mails beantworten, ich tue denken, ich tue sprechen. Ja, alles gut und recht, aber ihr füttert wieder eure Mindmonkeys im kognitiven Bereich. Und die armen Affen, die sind völlig überfordert. Die haben manchmal so viele Reize im Denken, im Planen, im Sehen, dass sie eben abends nicht mehr zur Ruhe kommen, dass sie nicht mehr abschalten und letztendlich dann sehr müde, sehr energielos werden und die Konzentration schwindet. Ich bin normal kein Zahlenmensch, aber ihr seht hier im sogenannten Global Research von Leadern sind mehr wie die Hälfte. Daran seht ihr, dass ich kein Zahlenmensch bin, weil meine eigenen Zahlen sind jetzt abgedeckt, aber ich weiß es eh auswendig. Mehr wie die Hälfte haben tagtäglich negative Emotionen. Negative Emotionen wie Wut, ich bin gereizt, ich bin genervt. Vielleicht bin ich auch frustriert, vielleicht bin ich sogar manchmal traurig. Ich vergleiche, ich bin unsicher, ich habe sogar manchmal Angst vor dem Versagen. 70% rutschen uns dann in die Demotivation. Demotivation heißt, du denkst nach, auszusteigen, den Job zu wechseln, die Firma zu wechseln, vielleicht dich sogar selbstständig zu machen. Hauptsache, du bist frei, du hast diesen Druck der anderen, diesen Forderungsdruck nicht mehr. Und ich kann euch an dieser Stelle gleich sagen, forget it. Es ist überall die gleiche Schwierigkeit. Und diese gleiche Schwierigkeit haben wir auch so, dass die Menschen auch hier wieder sagen, ja, Burnout, ich habe schon so viel davon gehört. Es ist schwierig. Nein, es ist nicht schwierig. Ihr spürt teilweise sehr genau die Symptome vom Burnout. Ihr spürt diese Emotionen, diese Erschöpfungszustände, diese emotionalen Wellen von negativen, von antriebslosen Gedanken. Und man fängt halt an, dann sich nur mehr so von einem Urlaub vielleicht auch in den anderen zu retten. Deshalb kommt er jetzt ins Spiel. Herzlich willkommen. Das ist er, mein Freund mittlerweile, vielleicht aktuell noch euer Feind, der Mindmonkey. Mindmonkeys hassen Veränderung. Mein Onkel Domenico ist 83, isst jeden Tag in Italien Gnocchi di Spinace um eins. Und wenn ich ihm sage, hey, die Norditaliener, sprich Südtiroler, essen um 12 Uhr Speckknödelsuppe, dann rebellieren seine Mindmonkeys. Mindmonkeys mögen keine Veränderung. Sie wollen immer die gleiche Routine, denn das gibt ihnen Sicherheit. Und auch wenn diese Routine teilweise völliger Unfug ist, vor allem nach außen betrachtet, geben Mindmonkeys keine Ruhe. Sie beharren teilweise im Elend und auch das werden wir heute kurz anreißen. Wie komme ich denn schnell aus dieser Elendsituation wieder raus? Denn um das geht es in der intensiven Performance. Wir können im Profisport nicht im Akutstress die Kindheit analysieren, sondern wir brauchen schnelle Werkzeuge, sofort. Damit wir aber, und da kommen wir gleich hin zu diesen auflösenden Sofortmaßnahmen, möchte ich euch aber zuerst zeigen, was passiert denn im Akutstress? Wenn es euch einfach zu viel ist, wenn die Reize über euch einprasseln, dann stellt euch einfach vor, der Mindmonkey drückt einen Buzzer. Dieser Buzzer ist dann in eurer Amygdala, in eurem Monkey Town, dem Hirn, die Alarmschaltzentrale. Und ihr kennt wahrscheinlich die ersten drei Reaktionen. Experten diskutieren mittlerweile schon vom vierten, das sogenannte Arrangement. Kommen wir zum ersten, ihr werdet aggressiv. Ja? Jürgen und ich sind so Sportler, ja, wenn es dann nicht nach unserem Kopf geht, zack, flippen aus. Jürgen ist jetzt auf stumm geschalten, er kann nicht reagieren. Ich war die gleiche. Ich war mit meinem halbitalienischen Temperament am Ausflippen mit mir selber. Ich habe jetzt so viel trainiert. Warum klappt das nicht? Was mache ich denn schon wieder falsch? Ich habe die Golftasche zertreten, bin wütend geworden. Leider bringt das gar nichts. Das ist leistungsblockierend. Man macht sich verrückt. Man kritisiert sich selber. Man nimmt sich das Selbstvertrauen für den Weg nach vorne. Aber letztendlich ist das die Reaktion oder eine der Reaktionen von vier meiner Mindmonkeys. Variante Nummer zwei,
Kennt ihr vielleicht, man sagt, Moment, das ist mir hier viel zu viel. Man geht weg. Ich hoffe, ihr seht mich jetzt nicht mehr im Bild. Ich bin jetzt weg. Geh nach Hause, bereite mich zu Hause auf die Situation vor in aller Ruhe. Denn ich möchte diesen Trubel nicht. Sitz zu Hause in meinem stillen Kämmerchen. Und dann komme ich wieder und sage, so, here I am. Jetzt bin ich vorbereitet. Jetzt geht alles sicher nach Plan. Zack, natürlich nicht. Auch das ist genauso leistungshindernd. Das nutzt überhaupt nichts im Akutstress, wenn ihr wegläuft, wenn ihr zu Hause euch zurückzieht, alles akribisch nochmal überdenkt, die Fehler reflektiert und top vorbereitet. Denn nächstes Mal kommt wieder alles anders als geplant. Variante Nummer 3, wir nennen es Shock Frozen. Das ist eigentlich, wie ich es immer nenne, das Loch. Lieber Gott, lass ein Loch aufgehen, wo ich von der Bühne verschwinden kann, wo ich mich eingraben kann. Auch diese Phase hatte ich als Athlet. Ich habe am liebsten ein Loch in der Wiese gedacht, wo ich einfach weg von den Spectators, weg von den Zuschauern. Es ist eine Art Lampenfieber. Man hat das Gefühl, oh Gott, das schaffe ich nicht. Alle schauen auf mich. Hoffentlich wähle ich die richtigen Worte. Im Sport ist es natürlich, hoffentlich setze ich jetzt den richtigen Bewegungsimpuls. Und Variante Nummer 4 könntet ihr vergleichen wie in der Kriminalpsychologie, das sogenannte Stockholm-Syndrom. Stockholm-Syndrom bekannt, dass sich das Opfer mit dem Täter quasi arrangiert. Man hat so das Gefühl, wenn der Mindmonkey den Arrangement-Buzzer drückt, das hat alles keinen Sinn. Man geht so in diese Phlegmatie-Stellung und sagt, ach, vergiss es, reg dich nicht auf, weglaufen bringt auch nichts und das Loch ist auch nicht da. Lass mal, schauen wir mal. Und dieses schauen wir mal, dieses Arrangement des Elends ist ebenfalls genauso lähmend, leistungslähmend wie die oberen. Man kommt also nicht weiter, der Buzzer ist gedrückt. Was tun wir? Erstens müssen wir mal wissen, aha, im Monkey Town, unser Hirn, sind einige von euch Top-Performer im kognitiv-visuellen Bereich. Was heißt das in der Praxis? Ihr seid, wie gesagt, tagtäglich damit beschäftigt, zu denken, zu planen, zu sprechen, Dinge zu sehen, vorauszuschauen, ja, Reaktionen eurer Handlung vorauszusagen. Und all das ist unglaubliche Kopfarbeit. E anche quando parlo io italiano adesso, spiego tutta la mia presentazione in italiano, è difficile per qualcuno da capire il nostro test. È giusto da capire la nostra spiegazione. Das heißt, würde ich jetzt die Sprache wechseln, würdet ihr aufwachen und sagen, hey, Moment, das war ich jetzt nicht vorbereitet, jetzt schaue ich mir ganz genau an, was macht denn die Trainerin für eine Mimik? Wie ist denn Ihre Stimme? Ist Ihre Stimme plötzlich schnell und kräftig und ganz unangenehm? Oh Gott, schnell, die Lautstärke regeln, vor allem die männlichen Teilnehmer, das erinnert mich an meine Frau, wenn sie schimpft. Ja? Das heißt, die Akustik, das Auge, die Sprache, das Denken löst jetzt schon einen gewissen Stress aus. Die Affen laufen alle auf die andere Seite und sagen, wow, warum ist das so? Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass immer gut Stress keine Antwort gefunden wird auf die klassische Frage, warum? Warum bringt gar nichts im Akutstress? Ihr werdet keine Lösung finden. Und deshalb ziehen wir euch auf die andere Seite, auf die sogenannte kinästhetisch-taktile. Jürgen, wenn er schwimmt, spürt die Temperatur des kalten Wassers. Nadine, wenn sie einen Golfschlag macht, spürt den Impact des Balles, wenn er satt getroffen ist. Ich spüre den Wind auf meiner Haut. Ich spüre auch, wie es mir geht. Ich spüre auch Emotionen. Ich spüre meinen Herzschlag, wenn ich aufgeregt bin. Ich spüre meinen Bauch, Magen-Darm-Trakt, ENS, Enteric Nervous System. Ja, es ist keine Frauenerfindung, das Bauchhirn. Ja, das gibt es auch bei Männern. Profisport sehr deutlich erkennbar. Ja, aber der große Unterschied, Athleten spüren Symptome, die die Mindmonkeys schicken im Stress. Sie spüren den Herzschlag. Sie spüren die Atmung. Ich spüre, dass ich dazu neige, mein Tempo jetzt zu erhöhen. Ich bin aufgeregt. Ich erhöhe die Sprechgeschwindigkeit meiner Stimme ohne da, 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 da. Und wir haben auch als Athlet genau dieses Treiben der Mindmonkeys, dieses
Beeil dich, mach schnell, du bist aufgeregt, es geht jetzt um Flucht. An dieser Stelle bitte fragt ihr euch jetzt, was spüre ich im Akutstress? Welche Symptome schicken deine Mindmonkeys, wenn du aufgeregt bist, wenn du wütend bist, wenn du einfach überfordert bist? Fragt euch wirklich jetzt mal ganz genau, was spüre ich in meinem Körper, wenn ich Stress habe? Tja, und jetzt ist es natürlich wichtig, gut, wenn ich das spüre, ich kann mich also darauf verlassen, ich nehme mal an, aha, ich spüre Aufregung in der Herzfrequenz, dann kommen natürlich sofort die kognitiven Kollegen, die manchmal sagen, ach, so ein Bullshit, heute ist Wetterwechsel, das ist ja klar, dass du Herzrasen hast. Oder, die Frau, jetzt hat sie den Eisprung gerade, das ist klar, jetzt hat sie schlechte Laune. Ja, es gibt immer irgendwelche rationellen Argumente. Und das eine schließt auch wohl bemerkt das andere nicht aus. Aber entscheidend ist, dass ich es als ersten Schritt mal wahrnehme. Denn dieses Wahrnehmen ist der Gegenbuzzer. Der Gegenbuzzer, der für euch notwendig ist, um in dieser Akutsituation als ersten Schritt mal wahrzunehmen, okay, ja, ich bin aufgeregt. Ja, ich bin jetzt wütend. Ja, ich bin jetzt nervös. Ja, ich bin jetzt überfordert. Ja, ich habe jetzt Magengrummeln. Und nicht, warum ist es so? Ja, so ist es im Moment. Wir suchen jetzt den Gegenbuzzer, den drücken wir und da kommt der berühmte Nervus vagus ins Spiel. Der Nervus vagus ist der sogenannte zehnte Hirnnerv. Den habe nicht ich erfunden, auch nicht entdeckt. Den gibt es in der Anatomie des menschlichen Körpers schon sehr lange. Wir Trainer kennen den und es ist vielleicht auch jetzt ein bisschen die Zeit dafür, dass Menschen merken, hoppala, ich habe meine eigenen Ressourcen in meinem Körper, ich muss sie nur aktivieren. Ich muss darauf vertrauen, dass meine Mindmonkeys also nicht noch mehr Symptome schicken müssen, noch mehr Herzrasen, noch mehr Brechdurchfall und noch mehr Migräne, Kopfschmerz, sondern ich kann auch darauf verlassen, mit dem Gegenbuzzer des Nervus vagus diese Akutsymptome runterzufahren. Und spätestens jetzt, wenn ich euch langweile, dann bitte bye bye, ab in die Kaffeepause, denn jetzt gehen wir ins Tun. Jetzt gehen wir ins Eingemachte und wer jetzt dabei ist, wird das erleben. Was macht der Nervus vagus? Grundsätzlich ist es ein schneller Typ. Der Nervus vagus wird binnen 30 Sekunden in unserem vegetativen Nervensystem aktiviert, aber wir müssen es tun. Wie geht das? Einfach erklärt, sind drei Ebenen im Sport die schnellsten und einige davon möchte ich euch aus diesen drei Ebenen mal zeigen. Es geht A um Bewegung, B um Atmung. In der Bewegung ist viel die Rechts-Links-Koordination und dann gibt es ein sogenanntes Tapping. Das machen wir gleich. Denn Ziel ist es, mit diesem Buzzer, mit diesem Nervus vagus schnell aus der schwierigen Situation, in echt sage ich hässliche Worte an dieser Stelle, aus dieser schwierigen Situation herauszukommen. Und das nennen wir Fast Recovery. Das heißt, auch ihr möchtet, wenn der Hut brennt, schnell raus aus dem Dreck. Fast Recovery. Und dafür habe ich euch einen Stufenplan mitgebracht. Am Ende, wenn diese sechs Säulen ausgefüllt sind, empfehle ich euch, macht einen Screenshot, macht ein Foto mit eurem Handy. Das ist nämlich euer Fahrplan. Euer Monkey Urgent Out Plan nennen wir das. Urgent Out heißt sofort auf der Stelle. Und wenn ich ein bisschen geübt bin, schaffe ich das unter einer Minute. Unter einer Minute reguliert sich also mein vegetatives Nervensystem und ich habe wieder einen klaren Kopf. Ich bin wieder klar im Kopf für klare Entscheidungen, für neue Wege, für neue Bewegungsimpulse, für was auch immer. Schauen wir uns also mal die Auflösung an. Der erste Schritt, den habe ich schon angekündigt. Ja, es ist so. Bitte achtet wirklich darauf, mal zu spüren, wenn dieser Akutmoment überhaupt ist. Eure Affen senden Symptome. Ihr habt euch ja heute schon gefragt, welche Symptome? Ist es Kopfweh? Ist es meine Laune? Ist es Bauchweh? Ist es Nackenverspannung? Ja, kennt ihr die Leute, die
Und dann plötzlich so seltsame Bewegungen machen, anfangen. Ja, genau so ist es. Und Cristiano Ronaldo schwingt auch die Arme. Der steht nicht starr, wenn es ums Elfmeterschießen geht, wenn es um den Sieg geht. Ja, da wird vorher eine Pause gemacht. Der nimmt natürlich Stress wahr und schüttelt ihn über die Arme, sprich über die Bewegung mal ab, bevor er in die Handlung kommt. Sagt euch bitte in dem Moment, wir nennen diese Säule Realize, ja, im Moment ist es so. Ich fühle hier und dort, also integriert auch wirklich die Körperzone, denn dann verstehen euch eure Affen, ah, ich muss nicht noch mehr Schmerz schicken, sondern er, sie, du, erhörst mich. Passt euch bitte mit dem Wording auf, sorry, ich brauche einen Schluck Wasser. Passt euch bitte mit dem Wording auf. Denn man neigt leider gern dazu, sich von den Affen ablenken zu lassen, indem man natürlich dann sagt, ja, ich Trottel, ja, ich Depp, oh, ich kenne ihn Schimpfworten in mehreren Sprachen, ganz schlimm, bitte lassen. Sagt einfach nicht, was ihr falsch macht, sondern gebt den Affen Raum. Ja, so ist es gerade. Ja, es ist schwierig. Ja, ich bin nervös. Das ist unglaublich heilsam. Denn dann, wie gesagt, reduzieren schon mal die Affen die Dosis eures Stress-Arousals, wie es so schön heißt. Zweiter Schritt, wir nennen es Step-Out. Dreht euch bitte einfach weg, geht raus aus der Situation. Wir im Golf-Profisport gehen wirklich von der Tee-Box. Wir drehen uns um, wir nehmen die Kappe weg, wir öffnen den Handschuh. Ich sehe im Geschäftsleben sehr viele Menschen, die lockern sich den Kragen, denen wird plötzlich warm, die ziehen ein Kleidungsstück aus, die stehen auf, die rollen mit dem Bürostuhl nach hinten, gehen zum Fenster. Ja, das ist ein guter Moment des Bewusstseins. Das ist Step Out. Wir lassen quasi die Mind Monkeys ziehen, die Mind Monkeys weggehen und bitte an dieser Stelle Selbsthumor. Ich meine damit nicht Ironie, auch hier wieder nicht dieses Selbstzermarternde, sondern wirklich das Bild, lass die Affen im Dschungel herumschreien. Sie wollen dich herausfordern, jetzt zum Beispiel emotional zu werden oder dass du eben geknickt bist, dass du zweifeln anfängst. Nein, nein, nein. Seh das Bild, die Affen sitzen hier und die wollen dir wie im Comic Unfug zuflüstern. Lass sie ziehen. Schau ihnen nach, kurz beim Fenster, lache. Erhebe dich und mach so eine Minute kurze nach Innenkehr und schau diesen schreienden, dich provozierenden Affen hinterher und lass sie gehen. Säule Nummer 3, 4 und 5, weiß ich, wollen die kognitiven Performer immer gerne weglassen. Die sagen, ach Nadine, können wir das nicht verkürzen? Zack, zack. Säule 3, 4, 5, die Bewegung und Atmungssäule, können wir die bitte weglassen? Nein, natürlich nicht. Denn Säule 3, 4, Bewegung und Atmung hängt unweigerlich zusammen. Und das ist einer der Hauptbasser für das vegetative Nervensystem im Akutstress. Bewegung, die sanft ist, bitte. Ja, ich rede nicht von 10.000 Golfbällen, ich rede nicht vom Triathlon von Jürgen, wenn er wirklich durchs kalte Wasser peitscht. Das ist Anstrengung. Ich rede von sanfter Bewegung. Und sanfte Bewegung heißt, es reicht, wenn ich tatsächlich locker wie zu einer Musik rechts, links tanze. Es reicht, wenn ich einfach sage, Herrschaften, ich verlege meine Mittagspause, ich gehe jetzt einfach raus und gehe 20 Minuten zügig spazieren. Spazieren, gehen ist Rechts-Links-Koordination. Es reicht, wenn ihr statt der Rauchpause auf eure Terrasse geht und tatsächlich mal springt. Rechts, links. Eine Art Hüpfen, ein Hopsen, ein sich wirklich wegschütteln, das Brustbein dabei nach oben ziehen. Das optimiert natürlich auch euer Lungenvolumen und zack, sind wir schon in einer anderen Atmung. Atmung heißt, da könnte ich natürlich ein ganzes Seminar bei euch füllen. Atmung ist so einfach, aber man kann so viel falsch machen, wenn man sie unterdrückt, wenn man ganz, ganz gekrümmt, enttäuscht in einer sitzenden Lauerstelle und sagt, ja, es ist alles schlimm. Ja, dann wirkt sich hier das Lungenvolumen zusammen. Wenn ihr aber das Brustbein nach oben zieht, habe ich auch eine ganz andere Sauerstoffsättigung. Auszuatmen. Gute Athleten werden vor einer Performance nicht
geht gleich los, sondern here we go. Das hört ihr natürlich auch bei vielen Menschen an der Stimme. Das ist die Bauchatmung. Ja, ich habe weit die Luft rauslassen und nicht vor lauter Stress. Immer weiter oben, der Brustkorb ist gefüllt. Ja, also ausatmen. Und das ist bitte eine ganz einfache Übung, die ihr mega gut in eure Performance einbauen könnt. Aus der Pause einfach mal 20 Minuten Runde spazieren gehen, Brustbein nach oben ziehen, locker gehen, rechts, links und wirklich kräftig ausatmen. Ihr werdet merken, die Affen sind gleich ganz gechillt. Wenn es euch dann noch gelingt, den Blick mal in die Ferne schweifen zu lassen, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen, hinzulenken, nur in dieses körperliche Spüren, dann seid ihr top dabei, um Säule Nummer 5 zu erreichen, nämlich die Relax-Säule. Relax-Säule bedeutet, dass ich jetzt wirklich nochmal diesen Adrenalin, diesen Cortisolschub, den habe ich jetzt reguliert. Die Affen haben verstanden, okay, ich muss nicht nachschießen. Ich komme jetzt eher in eine Welle des Abklangs. Es wird besser. Ja, das werdet ihr auch spüren. Und dann müsst ihr vielleicht auch verstehen, Stress ist wie eine Welle. Eine Welle heißt, die braut sich zuerst groß auf. Man glaubt, man dreht durch, man spürt, man reagiert, bababab. Und dann seid ihr aber bereits schon am Abklingen. Und dieses Abklingen ist ganz konkret die aktive Regeneration. Das kennt ihr vielleicht vom Fußball. Die Athleten haben ein Match, 90 Minuten, es geht voll wild zu. Zack, das Match ist vorbei. Schlusspfiff. Ja, nona net. Die hören nicht sofort auf und legen sich auf die Couch. Sondern die laufen locker. Ja, natürlich läuft ein anderer, ein Topathlet anders von der Herzfrequenz, wie vielleicht ihr als kognitive Performer, aber sie bewegen sich. Und das ist der Schlüssel, dieses sanfte, lockere Bewegen, dieses Joggen, dieses völlig ohne Zeit und Strecke und Höhenmesser, einfach dieses sanfte Bewegen. Ja, was euch dabei Freude macht. Natürlich könnt ihr auch auf eurer Terrasse ein Trampolin aufstellen und einfach mal 10 Minuten Trampolin springen. Ja, ihr könnt auch im Keller einen Sandsack aufhängen und locker trippeln wie ein Boxer zu cooler Musik kicken. Ja, aber bewegt euch. Diese Bewegung lässt, wie gesagt, diesen Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, diesen Agro-Status runterfahren, hormonell. Würden wir das messen, hättet ihr ganz interessante Zahlen in kürzester Zeit. Und letztendlich könnt ihr dann auch besser in die Tiefenentspannung kommen. Und diese Tiefenentspannung ist genau das, warum viele kognitive Performer am Abend eben erst recht nicht abschalten. Ja, viele von euch sitzen den ganzen Tag am PC, haben irrsinnig viele Reize, auch der Tag-Nacht-Einfluss wird ja verlängert. Und weil ihr keine Bewegung dazwischen habt, verstehen die Mindmonkeys nicht, dass sie aufhören sollen zu performen. Die Affen, ich habe ihn hier nochmal für euch, damit ihr ihn auch hier bei mir ganz groß sehen könnt, die haben kein Signal, dass die Gefahr vorbei ist. Die wollen einfach weitermachen. Und deshalb ist es dann entscheidend, die Kombination zu kapieren. Also wirklich zuerst diese Energie loszuwerden durch sanfte Bewegung und dann seid ihr in dieser Säule 5 Relax. Aktuell möchte ich euch bei der Säule Relax gleich eine Übung zeigen. Wer möchte, bitte gleich anwenden. Steht ruhig, falls ihr sitzt, mal auf. Stellt euch ganz aufrecht hin. Zieht das Brustbein nach oben. Ist ja nicht mal seitlich, hier könnt ihr mir irgendwo hier unten im Bilde sehen. Wir werden es aber auch dann nochmal wiederholen. Groß stehen, das Brustbein nach oben ziehen. Und jetzt verschränkt ihr einfach eure Hände vor der Brust. Und mit einem sanften Rechts-Links-Tapping. Rechts, links. Bekommen die Affen jetzt in der Relax-Säule den Auftrag, ah, okay, beruhige dich, Alarmzentrale runterfahren, Tiger ist weg, du kannst dich jetzt entspannen. Nach circa 30 Sekunden Tapping, in eurem Fall bitte mehr kein Brustbein nach oben, dass ich besser Luft bekomme.
werdet ihr merken, ihr müsst plötzlich gähnen, ihr müsst mal ausatmen, das ist dieser Seufzer. Vielleicht müsst ihr räuspern. Vielleicht müsst ihr husten. Oder ein, so ein Jauchzer. Ja, das ist die Reaktion eures vegetativen Nervensystems. Das könnt ihr nicht steuern, das kommt einfach. Und das ist ein gutes Zeichen. Das ist das Zeichen, ja, ich spüre, die Alarmsituation ist vorbei. Eine ganz simple Übung, die wir im Sport auch haben, das seht ihr vielleicht weniger, aber die könnt ihr ja toll anwenden, ist Eiswürfelwasser sippen. Eiswürfelwasser sippen ist, dass ihr einfach statt Wodka Gin Tonic und das berühmte Feierabendbier schluckweise Eiswürfel im Akutstress trinkt. Holt euch also wirklich statt Tee und Kaffee und Zuckergetränke im Akutstress ein Glas Wasser. Am allerliebsten mit Eiswürfel und macht in eurer Pause einen aufrechten Stand und trinkt schluckweise Eiswürfelwasser. Den schluckweise Eiswürfelwasser trinken aktiviert ebenfalls diesen 10. Hirnnerv, denn beim Schlucken der Nerv läuft auch hier hinten runter, merken auch hier die Affen, das ist angenehm für uns Hitzköpfe. Da ist Abkühlung. Und auch hier leitet ihr dann die Entspannung ein. Beobachtet einfach mal in eurer eigenen Körpersprache, ich zeige sie euch gleich, was macht ihr denn, wenn einfach zu viele E-Mails oder andere Reize in eurer Workload über euch einprasseln? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ihr macht es. Oh mein Gott. Wie soll ich das schaffen? Und diese Oh mein Gott Griffhaltung ist, man greift sich hier unterm Harnsatz entlang, hier an den Schläfen mit den eigenen Fingern. Man berührt die Nervus Vagus Zone und die ist im Gesicht hier am Hals entlang und sehr verstärkt im Oberkörperbereich. Und hier ist Berührung Oxytocin. Ja, Hormone. Ja, Hormone sind im Stress natürlich auch aktiv. Und Oxytocin, Kuschelhormon, ja, Berührung, beruhigt ebenfalls den Hirnnerv. Gut, das sind ein paar Auszüge und dann erst kann ich in die letzte Phase, nämlich in Säule 6 gehen und das nennen wir Convinced Go. Ich muss manchmal selbstironisch schmunzeln, wenn mir einer sagt, Nadine, Chaka, du bist ja immer positiv. Ja, ich möchte auch so positiv denken wie du. Sorry, guys, aber den Satz habe ich als Junior-Player schon gehasst. Denk positiv. Super. Wie geht das? Wichtige Botschaft, ich kann nur dann reframen, positiv denken, neue Gedanken fassen, wenn alte mal vorher weg sind. Wenn ich, und da ist jetzt Jürgens Stolperwort, ja, meine schrecklichen Worte, nutze den Körper als Stressventil. Zuerst muss das Negative mal raus dürfen, mal Raum haben. Erst dann kann ich wieder in diese Überzeugung, in diese klare, positive Art einsteigen. Und dieses Convinced Go ist der neue Fokus, ist das, was ihr dadurch erreicht, diese neuen klaren Gedanken, diese neue Perspektive, in unserem Fall eine Entscheidung zum Beispiel, eine andere Strecke zu wählen beim Schwimmen, eine andere Technik auszuwählen oder eine andere Bewegung im Golf, einen Schläger zu wechseln, das Ziel neu auszurichten und in eurer Performance wahrscheinlich, ja, Prioritäten zu setzen. Was ist gerade wichtig? Kann ich das E-Mail jetzt eine halbe Stunde liegen lassen, in Ruhe konzentriert das andere fertig machen? Ist in dem Meeting jetzt das und das die Kernbotschaft und den Rest schneide ich einfach aus? Ja? Und diesen Fokus zu gewinnen, braucht die anderen 5 Säulen davor, damit ihr diese Klarheit habt. Und dann steht an der Säule, wenn ihr hinschaut, ganz unten, ganz klein, ich glaube, ich habe es in Deutsch geschrieben, Lob. Cheers! Lob ist fundamental im Mentaltraining und zwar aber nicht dieses, das war alles so super, witzig, das Kleid steht Ihnen so gut und du weißt als Frau genau, oh Gott, das sieht ja schrecklich aus. Ja,
Das ist nicht Lob, das ist nicht dieses Smalltalk, oh, so nice, sondern entscheidend ist, dass wenn etwas gelingt, wer will jetzt fotografieren? Denn ich schalte um. Wenn etwas gelingt, sollte es mir gelingen, das Umschalten. Hier ist es. Wenn etwas gelingt, dann ist es the moment of excellence. Da werden die Athleten, egal wie alt, wie groß, wie schwer, wie jung, Mann, Frau, Gender, was auch immer, jubeln sehen. Sagen, yes, das war großartig. Und ich kenne die kognitiven Performer, sagen, ja, ich freue mich dann immer leise, das ist ja peinlich. Nein, nein, nein. Macht diese Winning-Faust. Macht die Arme mal nach oben. Macht ein haptisches Signal. Klatscht in die Hände. Wie jubeln denn Menschen? Ja? Stehen die in der Ecke, sagen, das war so super. Ja, da ist Bewegung dahinter. Da ist ein Lachen, da ist eine Faust, da ist ein Klatschen, da ist ein Pfeifen, da ist ein Schreien, da ist einfach ein Yes. Und das ist wichtig, um eure Überzeugung zu vertiefen. Was letztendlich die Spirale ist, wenn es nämlich wieder schlechter läuft, werden wir euch daran erinnern. Wir werden euch durch Jubeln, durch Klatschen einen Trigger setzen und eure Mind Monkeys, hier sind sie, erinnern sich. Ah, so geht es. Genau, ich kann mich erinnern. Letzte Woche habe ich so und so und so getan und dann hatte ich den Erfolg. Ja, genau. Und dann kommt schon die Erinnerung. Dann kommt schon die Lösung. Da kommt die frische Idee. Also loben, the moment of excellence, also eure Stärke vertiefen, jubelt dazu, denn dann fokussiert ihr euch auf das Richtige, auf das Gute, auf die Lösung, die ihr machen solltet. Cool. Theorie ist ein Teil. Ich möchte, bevor der Jürgen wieder kommt, noch eine kleine Übung mit euch hier vor dem Bild machen. Und zwar selbst humorvoll, wie ich bin. Ich habe eine schreckliche Augenentzündung. Und ich mache jetzt an dieser Stelle mit euch ein mentales Experiment. Nämlich, achte nicht auf meine Augenentzündung. Achte nicht auf mein rechtes Auge, was entzündet ist. Achte nicht darauf, auf meinen Tränensack rechts. Tja, auf was achtest du dann? Denn nicht ist die self-fulfilling prophecy. Nicht ist genau das, was unsere Affen, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, das flüstern sie dir. Ja, ich, warum ist diese Augenentzündung passiert? Und du hast keine andere Wahl, auf dieses Nicht, das verstehen sie nämlich nicht, zu achten. Formuliere ich es aber umgekehrt und sage, hey, Herrschaften, ich habe eine Augenentzündung. Bitte konzentriert euch auf meine linke Seite. Bitte hört meine Worte genau hin. Schaut auf die Tafel. Dann haben eure Affen die klare Anweisung, auf was sie sich fokussieren sollen. Denn nicht kennen sie nicht. Und dieses Nicht ist wie Scheuklappen. Schau nicht hin. Ich schaue. Fokussiere dich nicht auf die blaue Jacke. Ich sehe die blaue Jacke. Denke nicht an einen rosa Elefant. Da ist er schon. Okay? Also, kleiner Auszug. Das ist Mentaltraining. Mein Auge ist verletzt. Jürgen, back to you now. Ich hoffe, ihr habt jetzt einige Fragen und Wünsche, die ich an dieser Stelle für euch beantworten kann. Ja, vielen lieben Dank, liebe Nadine, für den Streifzug. Wir werden uns jetzt nicht die Fragen anhören, damit es genau passiert. Und wir schauen jetzt einmal in den Chat. Gibt es einmal von den Teilnehmern Fragen? Gibt es Fragen? Gibt es keine Fragen? Dann hätte ich noch ein paar Fragen. Liebe Nadine, du hast uns ja einige Werkzeuge genannt, die wir körperlich ausführen können. Mich würde noch ein bisschen interessieren, wir sind ja alle Geschäftstreibende, sitzen im Büro, ja. Das ist ja der Grundtenor, unter dem wir unterliegen. Für die Freizeit habe ich mir schon einiges ausdenken können, aber
Was würdest du jetzt, wir, die im Büro sitzen, die am Schreibtisch sitzen, wie soll ich die Werkzeuge einbauen? Wie viel ist gut? Was ist gut und wann vor allem ist es gut, das zu tun? Also als erstes möchte ich jedem Büromensch mal raten, wirklich mal wahrzunehmen in eurer täglichen Performance, in eurem Tag, wann sind denn so Momente? Ja, also dieser erste Schritt, das habt ihr jetzt gerade bei diesem MOOC von mir gehört, ist immer dieses zuerst mal selber wahrnehmen. Lasst die Mindmonkeys nicht vorsausen, die sagen, ah, ja, komm, jetzt mach weiter, ach, beachte das nicht, sondern nehmt einfach das mal wahr. Das ist immer der erste Schritt, um dann einfach auch die Dosis zu regulieren. Erster Schritt, also wahrnehmen. Und dann behaupte ich, lieber kürzer und öfters. Kürzer heißt 30 Sekunden mit Übung. Eine Minute, einfach diesen Step-Out machen, damit ich zur Ruhe komme. Und dann macht ihr eure Performance und am Ende des Tages rate ich, ein Abschlussritual zu machen. Ich brauche an der Stelle bitte nicht wieder wiederholen, die digitalen Medien machen es schwer, ist mir vollkommen klar, auch ich checke WhatsApp nach der Arbeit, auch ich zapp herum, aber gebt den Affen dann am Ende so ein Abschlussritual und dann ist einfach Stopp. Ja, also akut, kurz, kurz oft, zuerst wahrnehmen und am Ende des Tages so ein Abschlussritual. Okay, das heißt, du empfiehlst auch ein bisschen so sozusagen die digitale Diät. Das macht auch Sinn. Und das zu untermauern mit einem Abschlussritual, dass auch mein Mindmonkey quasi happy ist am Ende des Tages. Genau. Nochmal, auch welche die Kinder haben, mir ist vollkommen klar, digitale Welt, auch ich nutze sie. Im Gegenteil, das gehört in unsere Welt, das ist gut. Aber die Dosis macht das Gift. Das ist vollkommen klar, wenn jemand so wie du, Jürgen, viel schwimmt oder einfach sich körperlich anstrengt oder läuft, macht mal eine 5-stündige Bergtour. Das ist klar, dass wir dann nicht hinterher noch 2 Stunden aktive Bewegung brauchen. Aber umgekehrt, wenn ich 5, 6, 7 Stunden meine Augen, mein kognitives Zentrum mit meinen Reizen befülle, dann brauche ich ein Ritual, was ins Körperliche geht, um da oben abzuschalten. Und das ist eben eine ganz entscheidende Botschaft, die Dosis macht das Gift. Dreht es um und lasst es dann vor allem am Ende des Tages mal gut sein, damit ihr eben dann zu diesem Regenerationsschlaf oder erholsamen Schlaf leichter reinkommt. Liebe Nadine, dann hätte ich noch eine Frage. Ihr begleitet ja Unternehmen und auch Einzelpersonen, ob das jetzt die Führungsebene ist oder die, die umsetzen, und macht sie resilient, das heißt stressfit, ja. Und im Zuge jetzt auch der Effizienz, ist das auch digital möglich oder muss man sich da immer, wie kann man das vorstellen, müssen wir uns immer treffen in der Turnhalle, / im Wald und dann immer One-on-One gut als Unternehmen zu arbeiten oder geht es eben auch effizienter mit einem globalen Auftritt über digitale Medien? Tatsächlich habe ich zu Beginn der Krise vielleicht vor 3 Jahren fast noch darüber gelacht und wir haben aber sehr schnell reagiert. Wir haben uns wirklich intensive Gedanken gemacht, was kann ich Teilnehmern online, digital, so wie wir hier beibringen. Und ja, es ist möglich. Ich kann aus unserem Konzept alle Säulen, ja, den Bewegungsteil, den Mentalteil, Outdoor-Teil, ich habe Kunden, die nehmen ein iPad, stellen das dann tatsächlich auf die Terrasse, machen gezielt diese Kurzeinheiten, diese Übungen draußen in der frischen Luft. Wir können die ganzen Entspannungsübungen, ja, Atemtraining, Schlaf-, Konzentrationsübungen, Körperreise tatsächlich digital mittlerweile nutzen. Wir sehen einen Trend, dass sich Firmen, wie du sagst, auch Einzelpersonen, die Experten wirklich zu sich holen, zu sich über das iPad. Und ja, wir haben uns auf das spezialisiert. Ich komme digital quasi überall hin. Okay, dann wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Ich glaube, es ist ja sehr individuell jetzt, ob das als Organisation ist oder auch ich selber jetzt als Person. Wie kann ich dich oder Respire ausprobieren, schmecken, um dann zu sagen, okay, Daumen hoch, es ist es mir wert, das weiterzutragen oder auch selbst zu machen. Ja? Wie würde das ausschauen? Genau, also grundsätzlich ist wie alles Coaching und Training von Personen und Inhalt und natürlich Situation abhängig. Also wenn wir von einer Gruppe sprechen, haben wir, das macht der Christoph, eine Art Brennpunktanalyse. Wir kriegen wirklich da mal die Felder, die Informationen, wo sind wirkliche Stressfelder.
Wir haben dann die Wege, also zuerst ist diese Ist-Analyse und wir sind draufgekommen, die Begleitung ist ein wesentlicher Punkt. Im Gegensatz zum Profisportler ist nämlich der kognitive Performer noch nicht fähig. Einfach nur Information, danke, das mache ich einmal und das war's dann. Das heißt, ja, wir begleiten dann die Gruppe, die kleine Gruppe und machen mit ihnen wirklich angelehnt an diese Ist-Analyse diese Übungen. Da haben wir dann natürlich auch die Evaluierung dahinter, denn die Menschen spüren eine Veränderung. Da kommt jemand von außen, der hat das Brennfeld erkannt, der hat ein Werkzeug, macht es mit dir und ich merke dann wirklich Verbesserung in diesen Schritten. Die Zeit, der Ort ist frei, das ist der Vorteil der Digitalisierung, da merken wir auch eine Entwicklung. Manche wollen nicht mehr in der Gruppe zum Beispiel Mentaltraining machen, die Augen schließen vor der Gruppe, die nehmen sich dann, wie gesagt, wirklich das iPad, sagen, das mache ich dann eben am Nachmittag. Die anderen sind wieder willig, gewisse Aktivübungen in der Gruppe zu machen. Aber letztendlich, wie du sagst, müssen wir ein bisschen individuell zuerst auch die Brennfelder kennenlernen. Und da müssen wir einfach mit dem Verantwortlichen wirklich ins Detail reden, damit wir auch dieses Programm dann maßschneidern können. Das heißt, dass die Individualisierung und der Customized-Anteil sehr wichtig ist und ihr wirklich zielgerichtet jetzt einerseits auf Organisationen oder auch auf Individualpersonen eingeht, weil das dann der Benefit ist. Ne? Weil jeder wird wahrscheinlich eine andere Art haben, mit dem Stress umzugehen, beziehungsweise halt wird sich dann eine Ausprägung aus Tools ergeben, die halt mir was bringen und mich weiterbringen und es wird nicht für alle gleich sein. Jein, ja. Das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber unsere Mindmonkeys ordnen Stress in eine Box ein. Und ob das die Tigerjagd ist, ob es deine E-Mails sind oder ob es die Schwiegermutter ist, die nervt, ist für die Mindmonkeys immer ein Stress-Arousal. Und deshalb ist es auch wichtig, das klingt jetzt fast ein bisschen frech, aber das ist in der Praxis einfach, das ist deshalb egal. Was wir nur tun, ist, wir geben alle Säulen. Also, um das verständlich zu machen, wir sagen nicht, na, Mentaltraining lassen wir weg und Ernährung lassen wir auch weg. Wir machen jetzt nur ein bisschen Körper und ein bisschen, weil dieses bisschen ist ja genau wieder nur dieser kleine Zucker, sondern wenn, damit wir wirklich ans Ziel kommen, müssen wir schauen, dass wir in kleinen Schritten, aber das gesamte Affenpaket betreuen, uns begleiten, damit das aber wirklich auch Wirkung zeigt. Also weniger ist mehr, aber dafür kontinuierlich. Ja. Dann hätte ich noch eine letzte Frage, weil was mir auffällt, und ich weiß nicht, wie es den Teilnehmern geht, es ist doch der Drang, dass man sich in Büros wieder trifft. Ja? Und da gibt es einen Unterschied, Großraumbüros, Mittelständler, kleinere Büros. Und was sind deine Tipps? Wenn ich jetzt anfange, diese Stress-Tools anzuwenden, gehe ich davon aus, meine Lieblingskolleginnen und Kollegen werden mich mal anschauen und sagen, was ist heute mit ihm los? Was wären da so deine Tipps, dass man das so ein bisschen in die DNA der Firmenkultur kriegt? Dass man jetzt einfach Tools anwendet, ja, egal in welcher Ausprägung. Du sagst es, das ist völlig eine Erfahrung, die wir auch gemacht haben, Jürgen, das habe ich unterschätzt und da haben wir aber dann super reagiert, denn die Mission ist ja, viele Menschen in das Bewusstsein reinzubringen, also dass du wirklich erkennst, hoppala, das ist eine, wie du sagst, Kultur, das ist ein wesentlicher Bestandteil und überhaupt Leistung zu bringen. Bei manchen Firmen habe ich den Eindruck, es ist eher die Kultur, dass 5 Leute gleichzeitig jammern und sagen, man hat schon wieder Kopfweh. Aber obwohl die Lösung da ist, keine Veränderung stattfindet. Und wir setzen oft an, er kann vielleicht am Anfang die Übung alleine machen, aber wir schauen, dass wir viele von der gleichen Firma abholen, weil dann das Verständnis gegenseitig da ist, wie wenn nur du das machst. Du sagst, der Jürgen macht das jetzt allein und die anderen 10 nicht, dann geht es dem Jürgen besser, aber die anderen sagen, was ist denn er für ein komischer? Ja? Also kaum sind die alle auch dabei, egal ob sie es jetzt in der Gruppe praktizieren oder man sagt, naja, ich lebe in dem Raum, aber er macht letztendlich auch das Gleiche wie du. Und dann habt ihr eine gemeinsame Schnittstelle, auch darüber zu sprechen und euch auszutauschen, was letztendlich natürlich aktivierend ist. Ja, das heißt, was ich verstanden habe, einfach Sensibilisierung der Firmenkultur, wenn man sich dafür entscheidet, dass man jetzt diesen Weg geht. Großartig. Absolut, dann, genau. Liebe Nadine, ich glaube, ich habe dein Okay. Wir werden an alle Teilnehmer deine Unterlagen zustellen, auch die Links zu deinen Podcasts und in Kontakt trete Möglichkeiten, ja, weil einfach alle eingeladen sind, die heute teilgenommen haben. Oder vielleicht gibt es auch Teilnehmer von heute, die sagen, ich hätte da jemand, der es vielleicht noch notwendiger benötigt als ich. Mir fallen da schon ein paar ein. Ja.
dass man da einfach dann direkt, Nadine, an dich herantreten kann, um dann einfach die Details zu besprechen, was ein nächster logischer Schritt wäre. Ist das für dich in Ordnung? Absolut. Jürgen, besten Dank, so ist es. Ich denke, einige haben heute die Notwendigkeit erkannt, wie wichtig der Mensch ist in dem ganzen System, denn die Workload wird leider nicht weniger, aber nutzt die Werkzeuge. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch auch meldet und uns einsetzt, euch als Trainer dabei zu begleiten. Danke, Jürgen. Großartig.